Nur wir haben alle Wasserbauplätze voll. Was mache ich denn dann? Muss ich irgendwo anders Strom erzeugen oder halt hier diesen Windpark bauen? Nur da habe ich nicht so Bock drauf, weil der ganz schön viel Strom verbraucht. Das wäre Quatsch. Ich meine, wenn der ganz schön viel Platz verbraucht. Plus 50, das ist lächerlich. Oh, scheiße. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe gerade keine Idee, was ich da sonst machen soll. Hier haben wir noch so ein Kraftwerk. Das war's. Wir haben halt nicht mehr zum Anbauen. Und ich weiß leider überhaupt nicht, ob wir hier theoretisch... Also hier sind ja Bauplätze, aber anscheinend ist hier kein Platz für einen... für einen neuen Hafen. Was ich irgendwie nicht verstehe. Wahrscheinlich müssen wir die Brücke dafür fertig bauen. Bau beginnen. Ach so. Ja, super, wenn ich das mal gewusst hätte. Dass ich die Brücke schon bauen kann. Dann kann ich nämlich hier... einfach, oh, hallo. Dann kann ich nämlich hier einfach rüber und hätte hier noch jede Menge Wasserbauplätze. Na super, schön, dass das auch mal, dass ich das auch mal merke. So, wir sind immer noch im Minus. Das ist leider ein Problem. Danke, dass Sie all das mit. Wir graden jetzt noch ein paar Häuser ab. Und hoffen, dass wir das irgendwie tragen können. Minus 16 Baubots. Weiß gar nicht, ob wir die überhaupt noch... ob wir die... Ach du Scheiße, jetzt wird's weniger. Ach du Scheiße, wieso wird das jetzt weniger? Weil irgendwas fehlt. Weil irgendwo massiv was fehlt. Verjüngungskulturen, wo stelle ich die her? Hier nicht. Doch hier, hier ist die Verjüngungskulturproduktion. Genau. So, das sind die Algen. Auch hier habe ich ja schon einen Windpark. Ja, aber es scheint mir... Verjüngungskulturen. Hier? Nein. Reis? Also hier habe ich nur die Sündzellen, aber wo zur Hölle stelle ich Verjüngungskulturen her? Ich habe keine Ahnung. Tja. Ach, hier. Hier kann ich noch ein Modul dran stecken. Jetzt habe ich aber extrem viel im Plus. Nee, das muss ja auch nicht sein. So. Plus 4. Ach du Scheiße. So, und jetzt... ich hoffe, wir gehen nicht pleite. So, und jetzt haben wir immer noch das Stromproblem. Hier haben wir einen Windpark. Der ist pausiert. Warum ist der pausiert? Weil ich ihn nicht gebraucht habe wahrscheinlich. Jetzt brauchen wir ihn aber wieder. Gut, dass wir ihn noch haben und ich ihn noch nicht abgerissen habe. Das war sehr vorausschauend. Bin sehr stolz auf dich, Matter, Vergangenheitsmatter. So. Jetzt waren wir bei der Frage. Genau, jetzt haben wir zu wenig Sündzellen. Das ist auch nicht gut. So, jetzt ist das wieder stabil. Wie sieht das mit den Baubots aus? Das hatten wir, die waren also hier. Das habe ich pausiert. Das ist natürlich Quatsch. Also, nee, das war gar nicht pausiert. Ich bin dumm. Ja, wahrscheinlich... Es sinkt immer noch, oder? Es kann doch jetzt nicht immer noch sinken. Okay, jetzt haben wir wieder genug Vitamindrinks. Ich hoffe nur, wir haben die überall genug. So, die brauchen Quantencomputer. Und Gemeinschaft. Ja gut, das kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach hin. Iwamoto-Krater. Nein, da rein wollte ich gar nicht. Routenübersicht. Ich wollte eigentlich wissen... So, hier. Quantencomputer. Ich finde das so unübersichtlich mit diesen Transferrouten. Ich finde das noch schlimmer, als es im alten Teil war. In den alten Teilen war. Okay, Quantencomputer haben die noch gar nicht. Ja gut, nee, dann lassen wir das auch erstmal.
Ja, aber warum sind wir denn jetzt so im Minus? Das verstehe ich nicht. Unterhaltskosten. Soweit ich das sehe, haben wir im Moment keine Probleme mit Unterversorgung oder so. Außer halt diese blöde Intelliware. Aber da sind wir ja gerade dabei. Jetzt könnten wir natürlich noch ein paar Häuser upgraden. Ja, bitte. Und hoffen, dass das was bringt. Ja. Nur dann erzeugen wir natürlich auch wieder ein Minus. Bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja. Nur die geben uns natürlich die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. So, Vitamindrinks. Werden hier gar nicht hergestellt. Die werden woanders hergestellt. Nämlich hier irgendwo. Nur wo? Sündzellen. Hier, ne? Das sind diese. Das ist die Saftkälterei. Und die Saftkälterei kann ich leider nicht weiter anbauen, richtig? Boah, wie wir halt inzwischen so viele haben. Weil die so viel Saft saufen. So, jetzt haben wir plus 10. Aber leider minus 8 Früchte. Wie kommen wir an Früchte? Über, nicht über die Sonnenblumenfarm, sondern... Oh Gott, wo stelle ich denn jetzt Früchte her? Hier? Ja, Obstplantagen. Jede Menge. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und wir sind auch wieder im Plus. Das obwohl wir, weil wir nur drei Manager, wir haben drei Managerhäuser upgradet und sind wieder voll im Plus. Krass. Gut. Und ich bin gekommen, um hier zu leben. So, wir beobachten das hier immer schön. Output von Transferrouten bei null. So. Gegenmaßnahmen empfohlen. Luxuskost. Jetzt geht uns die Luxuskost aus. Die wollen das, glaube ich, auf dem Mond haben. Nee, weiß ich gar nicht. Oh Mann. Luxuskost. Stellen wir das hier her. Hier stellen wir Wein her. Und hier stellen wir Soja her. Und wo stellen wir die Luxuskost her? Da. Oh Mann. Braucht Wein... Nee, Quatsch. Export 6. Ey, jetzt müssen wir echt eine neue Luxuskostfabrik bauen. Das ist krass, weil dann müssen wir das halt richtig ausbauen. Ich weiß nicht, ob sich das gerade schon lohnt. Weil wir müssen dann alles ausbauen. Luxuskost ist leider ein sehr komplexer Zweig. So, jetzt haben wir minus 8 Wein und minus 8 Fleisch. Wein. Ach Gottchen. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht machen wollte. Jetzt haben wir immer noch minus 4. Ja, minus 4 sind auf jeden Fall schon mal besser als minus 8. So, Rinderfarm. Warnung. Energieknappheit. Und Energieknappheit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, uns geht hier alles vor die Hunde. Das reicht einfach überhaupt hinten und vorne nicht. Wie sieht's aus hier? Warum dauert denn das 20 Minuten? Das finde ich nicht gut. Brauch die Zeit doch. Ich brauch doch die Zeit jetzt hier, um Strom zu kriegen. Ey, wie viele von diesen Windparks muss ich denn bauen, um genügend Strom zu haben? Will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht. So, keine Verkehrsanbindung. Minus 101. So. Ja, es ist echt eine
krasse Materialschlacht hier. Ne, eins kommt ums andere. Das ist der Hammer. So, weil sobald man halt nicht genug Geld hat, geht man halt hin und upgradet Häuser. Und dann wird's halt lustig, weil man dann wieder nicht genug Ressourcen hat, um die Leute zu versorgen. Und das ist dann so eine Spirale, die sich immer, immer weiter fortsetzt. Und ich weiß halt nicht, ob ich das als ein Gameplay empfinde, was auf Dauer Spaß macht. Das war zwar vorher auch immer so, aber nicht so extrem. Ich weiß nicht. So, minus 8 haben wir immer noch. Ja, müssten eigentlich neue Rinderfarmen bauen. Die wiederum jede Menge Strom verbrauchen. Ach, hier haben wir doch schon eine. Gut, dass ich das gesehen habe. So, wie sieht's aus? Minus 2. Oh nein, und jetzt haben wir nicht mehr genug Grafen. Oh, scheiße. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir müssen dann ja doch mal so eine dösige PvP-Mission wieder machen, um neue Grafen zu bekommen. Ah, scheiße. Und wir haben immer noch nicht genug Strom. Andererseits würde in der Zeit natürlich die Brücke fertig. Dann hätten wir wenigstens das Stromproblem mal erledigt. Und wir sind gerade im Plus. Die Frage ist nur, bleibt das auch so? Nein, es sinkt. Minus 4, minus 2. Das müssen wir irgendwie noch in den Griff kriegen. Das geht sonst nicht. Wir können das so nicht lassen. Aber ich kann jetzt auch nicht noch ein Weingut bauen. Weil wir nicht genug Energie haben. Und ich kann nicht... Ich kann halt noch ein Gezeitenkraftwerk bauen. Ich sag mal Gezeitenkraftwerk. Einen Windpark. Wie sieht denn das hier mit... der Entsalzung aus? Wie sieht's denn mit Wasser aus? Null. Wir haben eine Bilanz von null. Haben wir jetzt alles voll mit den Wasserdingern? Oder haben wir irgendwo nur eins? Nee, das ist alles voll. Krass. Was ist das denn für ein Ding? Ach, das fliegt. Okay. Tja, liebe Leute, keine Ahnung. Also wir müssen eigentlich ausweichen auf weitere... Erstmal auf weitere... Pinparks. Oder wir harren diese... 10 Minuten noch aus. Oh. Jetzt sind die Baubots leer. Scheiße. Hat sich das verlängert, weil die Baubots nicht... Och. Ich kann jetzt aber nicht die Baubot-Produktion erhöhen, weil das brauchen wir nicht. Das wäre total die Verschwendung. Der Geldfluss hat sich gerade eingependelt. Das heißt, wir könnten kurz eine PvP-Mission machen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich frage, haben wir denn überhaupt genug, dass wir überhaupt noch weiterbauen können? Ja, das läuft, aber halt sehr langsam. Baubots, kann ich denn hier anbauen irgendwie? Was brauchen die denn? Die brauchen diese dämlichen Räder, Nanokeramik. Wir brauchen das nie wieder, ich sag's euch. Was soll's, ne? Ich hab hier keinen Platz für den Kack. Mist. Och nee. Muss ich jetzt Häuser abreißen, damit ich Platz hab. Und das Logistikzentrum verschieben, damit ich Platz hab. Boah, Kinder, das könnt ihr doch alles nicht machen. Ich habe hier alles zugebaut. In der Hoffnung, dass das passt. Aber ich könnte natürlich... Ich mag es hier wirklich, diese... Ja, ja. Sorry, aber ihr müsst weichen. So, dann verschieben wir... Grausam das eigentlich ist. Dann verschieben wir das. Ah, guten Tag. Die schmeißen wir... Was weiß ich, die...
passen hier nicht hin, ne? Kann ich nicht verschieben. Ich habe hier alles komplett, aber hundertprozentig weg zugebaut. Wünscht mir Glück, dass das dahin passt. Jawohl. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr. Und jetzt geht's auch wieder schneller. So. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns in Zukunft um das Sektorprojekt kümmern. Das wird sonst nichts. Es würde auch sowieso schon lustig, hier diesen ganzen Weg zu den Küstenbauplätzen zu fahren. Wird teuer. So. Jetzt sind wir wieder im Minus natürlich, ist ja klar. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, sind die Kunden interessiert das wohl kaum. Heftig. Dass wir wenig Bauboards haben. Die kann ich nicht upgraden. Ach, die wollen... Ja gut, klar, wir brauchen Bauboards, um Häuser abzugraden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber wir können doch jetzt nicht im Minus bleiben. Boah, scheiße. Das ist alles gerade ganz schön chaotisch. Wie ich das hier hinterlassen habe. Okay, Achtung. Wir machen das jetzt mal so. In meinen haben die denn schon... Ja, so ein bisschen Intelliware haben sie schon. Wenn ich die abschalte, dann haben wir noch weniger Geld. Und ich kann nichts anderes abschalten wahrscheinlich. Kobalt. Nö, im Prinzip kann ich jetzt nur warten, dass die Brücke fertig wird. Und hoffen, dass wir in der Zeit nicht pleite werden. Aber es ist nur minus 1000. Das ist jetzt nicht so ein krasses Minus. Das geht schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So, und dann kümmern wir uns um das Minus von dem Rindfleisch und dann um das von dem Wein, damit wir wieder ein bisschen mehr Luxuskost haben. Wofür braucht man denn Kobalt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe für nix. Warum sollte ich nicht für Sie arbeiten wollen? Boah, wie viel wir halt auch von dem Iridium haben. Krass. Ja, komm, machen wir in der Zeit, würde ich sagen, bevor wir hier rumsitzen und gar nichts machen, machen wir eine lustige PvP-Mission. Dann hören die vielleicht auch mal auf, uns zu nerven. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Ja, leider kriegen wir hier... Wir brauchen auf jeden Fall einen, der, wo wir Grafen bekommen. Alles andere interessiert uns nicht. Haben die tatsächlich unsere am besten Grafen und Petrochemikalien? Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Fortgeschritten Standard. Wir machen fortgeschritten und ich hoffe, dass ich das... Oh, warte mal. Scheiße, ich wollte erst die Schiffe upgraden. Kann ich das noch machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann hoffen wir, dass es so klappt. Ich hab das so lange nicht gemacht. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. War das nicht die Mission, wo wir gescheitert waren? Kaperer greifen jedes Materialtransportschiff an, das hier durchkommt. Na super. Schick sie auf den Meeresgrund, bevor sie dasselbe mit unserer Materiallieferung machen. Ich unterstütze dich. Ja, du kannst mich auch mal. Wir fahren direkt los und sammeln das Zeug ein. Bereit für Einsatz. Ja, super. Schieß sie kaputt. Zack. So, wir haben ein paar Grafen direkt bekommen. Das ist schon mal schön. Boah, mit geballter Feuerkraft hier. So, was wollen die? Volle Kraft voraus. Wir wissen beide, dass es wertvolle Erze. Ziel bestätigt. Unser fettes Schlachtschiff. Es heißt Titan.
So, wir haben einmal Raketensperrfeuer. Oh nee. Ich will nicht das. Nein! Was geht da gerade kaputt? Nicht gut. So. Repariert.